Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe der Buchführung kommen wir zum siebten Thema, die sich mit Lohn- und Gehaltsbuchungen befassen wird. Und ja, ihr werdet sehen, das ist recht umfangreich. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Zuerst werde ich darauf eingehen, wie die Lohnabrechnung der Arbeitnehmerteil dort, wie dieser aussieht. Dabei gehe ich genau darauf ein, auf das allgemeine Schema, vermögenswirksame Leistungen, Vorschüsse, die man erhalten kann, die private Nutzung betrieblicher Pkw und den Verpflegungsmehraufwand. Wenn ich natürlich den Arbeitnehmeranteil mache, mache ich unter dem zweiten Punkt den Arbeitgeberanteil. Dort speziell nochmal gehe ich darauf ein auf Sachbezüge und pauschale Lohnsteuer und die Umlagen. Und last but not least gibt es noch einige Sonderregeln, und zwar bezüglich der kurzfristigen und geringfügigen Beschäftigung sowie der Beschäftigung, die in den sogenannten Bereich der Gleitzone hineinfällt. Die Abkürzung, die ich dafür verwenden werde, ist LST für Lohnsteuer, KIST für die Kirchensteuer, SOLI für den Solidaritätszuschlag, Forderung, Verbindlichkeiten, UST die Umsatzsteuer, BLP der Bruttolistenverkaufspreis, AN für Arbeitnehmer und AG für Arbeitgeber, ESTG die Einkommenssteuergesetz und Paragraf, Absatz, Satz als gängige juristische Zeichen. Okay, dann fangen wir mal an, wir haben viel vor uns. Und zwar mit Lohnabrechnung Arbeitnehmeranteil. Und das hat den Sinn, dass der Lohn eines Arbeitnehmers natürlich nicht nur aus dem normalen Stunden- oder Stücklohn besteht, sondern laut Definition auch alle anderen Zuwendungen des Arbeitgebers beinhaltet, sofern diese nicht rein betriebliches Interesse haben. Sowas wie Weiterbildung, Arbeitskleidung zum Beispiel sind nicht für den Arbeitnehmer direkt Lohn, weil so etwas zu tragen ist eher im Interesse des Arbeitgebers. Daher sind die auch kein Teil des Lohns. Wie auch sehr bekannt ist, dass vom Lohn die gesetzlichen Sozialversicherungen abgezogen werden und diese stellen buchungstechnisch betrachtet eine Verbindlichkeit gegenüber der Krankenkasse dar, da diese zunächst alle Zahlungen der Sozialversicherung erhält und diese dann unter den jeweiligen Versicherungsstellen, also Rente, AGE und so weiter, verteilt. Was natürlich noch vom Lohn abgeht, ist Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und, sofern man in einer Kirche ist, die Kirchensteuer hebt, die Kirchensteuer. Und das stellt alles eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dar. Ja, wie sieht das buchungstechnisch aus? Bei Entstehen des Lohn- oder Gehaltsaufwandes buchen wir Lohn und Gehalt als Aufwandskonto an Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, das ist dann sozusagen der Nettolohn. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Absicherung, das heißt all das, was die Krankenkasse zur Verteilung an die sozialen Kassen erhält, und Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer und Kirchensteuer, was auch den Soli beinhaltet und ans Finanzamt geht. Daher müssen wir drei verschiedene Verbindlichkeiten machen, weil es drei verschiedene Zahlungsempfänger sind. Ja, wenn dann schlussendlich gezahlt wird, lösen sich die Verbindlichkeiten natürlich auf. Wir kehren die Buchung um im Prinzip und zahlen mittels Bank. Dann sieht es so aus, dass wir haben Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Absicherung und Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Kirchensteuer an Bank. So, kommen wir damit zu einem allgemeinen Schema, wie arbeitnehmertechnisch so eine Lohnbuchung aussieht, beziehungsweise eine Lohnabrechnung. Das sollte jeder schon mal gesehen haben. Und das hier ist ein allgemeines Schema, wo ihr feststellen werdet, dass auch Dinge drin sind, die nicht jeder auf seinen Auszug sehen kann. Wir beginnen, wie das auch bei jedem wäre, mit dem Bruttoarbeitslohn. Hinzu kommen dann Sachbezüge und vermögenswirksame Leistungen. Das hat nicht jeder. Sachbezüge, zum Beispiel die private Nutzung des betrieblichen PKWs oder wenn man wirklich Sachleistungen erhält, zum Beispiel man kriegt täglichen Kilogramm Kartoffeln, wenn man da arbeitet, das ist ein Sachbezug als Teil des Lohns. Vermögenswirksame Leistungen, das sind meist irgendwelche Sachen, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit gemeinsam eine Kasse zahlen, wobei bei Arbeitgeber, der in der Regel nicht verpflichtet ist, sowas wie Riester-Rente oder Lebensversicherung sind das so typische Sachen. Und wenn man das alles dazu rechnet, hat man den gesamten Bruttolohn. Davon gibt es einen sozialversicherungspflichtigen Teil. Das ist halt, man muss schauen, wie viel von diesem gesamten Bruttolohn wirklich sozialversicherungspflichtig ist. In vielen Fällen ist das in der Regel komplett.
Und davon gehen dann halt die Sozialversicherung ab. Und zwar die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung. Das wird alles davon abgezogen. Auch abgezogen wird die ganzen Sachen, die ins Finanzamt gehen, allerdings von den lohnsteuerpflichtigen Teil. Im Idealfall ist der aber auch gleich dem Gesamtbruttolohn. Außerdem jetzt zum Beispiel Züger, die halt nicht lohnsteuerpflichtig sind, wie Feiertagszuschläge. Das sowas gibt es häufiger, die sind nicht lohnsteuerpflichtig und damit werden die bei der Berechnung rausgenommen. Jedenfalls von dem pflichtigen Teil wird dann prozentual die Lohnsteuer, die mittels Lohnsteuertabelle ermittelt wird, abgezogen. Der Soli-Zuschlag, der immer 5,5% von der Lohnsteuer ist. Und eventuell die Kirchsteuer, die je nach Kirche 8 bis 9% der Lohnsteuer umfasst. Hat man diese ganzen Abzüge gemacht, erhalten wir den Nettolohn. Von denen werden dann noch die Sachbezüge abgezogen, die man erhalten hat, die vermögenswirksamen Leistungen, und zwar die, die man selber tätigt. Zum Beispiel nehmen wir mal an, 40 Euro ist vereinbart, geht an die Lebensversicherung, 20 davon trägt der Arbeitgeber. Das heißt, oben bei der Berechnung von Bruttoarbeitslohn kamen da 20 Euro dazu. Hier werden 40 abgezogen, weil wir insgesamt 40 von unserem Lohncheck direkt der Arbeitgeber an die jeweilige Versicherungsgesellschaft leistet. Und wenn sowas da ist wie Lohnpfändungen oder Einbehaltungen, alles was in die Richtung geht, die werden natürlich nicht ausbezahlt, die werden einbehalten und bei einer Pfändung zum Beispiel an die entsprechende Pfändungsgesellschaft vom Arbeitgeber überwiesen. Daher wird das auch vom Nettolohn abgezogen. Und am Ende haben wir dann den Auszahlbetrag, also das, was wirklich übrig bleibt, was der Arbeitnehmer überwiesen bekommt. Okay, kommen wir mal zu den vermögenswirksamen Leistungen, auf die wir jetzt näher eingehen. Das sind im Prinzip alle Zuzahlungen des Arbeitgebers für nicht sozialversicherungspflichtige Leistungen des Arbeitnehmers. So, bei diesen existiert in der Regel ein Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil, hatte ich bereits erwähnt. Und der Arbeitnehmeranteil wird zum Bruttolohn hinzugerechnet und beide Anteile werden am Ende bei der Errechnung des Auszahlbetrages vom Nettolohn abgezogen. Klassisches Beispiel ist wie so die Riester-Rente, wo der Arbeitgeber meist eigene Anteile leistet. Vorschüsse, auch ein wichtiger Teil. Ein Vorschuss ist im Prinzip einfach nur eine Zahlung, die halt vor der normalen Zahlung stattfindet. Sie ist halt etwas eher, als die normale Lohnabrechnung kommt. Und beim Vorschuss ist deswegen in der Art ein vorweggenommener Lohnaufwand. Und der spiegelt sich in einem Form einer Forderung gegenüber dem Mitarbeiter wider, denn der Mitarbeiter hat ja bereits eine Zahlung erhalten, aber keine Gegenleistung geleistet. Deswegen haben wir ihm gegenüber eine Forderung. Der gewährte Vorschuss wird bei der Gehaltsabrechnung direkt vom Nettolohn abgezogen, womit die Forderung auch dann direkt verrechnet ist. Bei einer Buchung sieht das so aus: in dem Moment, wo wir sozusagen wirklich aus von unserer Bank oder aus der Kasse unseren Mitarbeiter den Vorschuss geben, wird gebucht Forderung gegenüber Mitarbeiter an Bank. Und in dem Moment, wo dann die Gehaltsabrechnung kommt, buchen wir wie immer die ganzen drei Verbindlichkeiten an Bank, so war es ja bisher, aber noch an Forderung gegen Mitarbeiter, denn er erhält ja im Prinzip nicht wirklich den gesamten Nettolohn, den gesamten Auszahlbetrag, sondern diesen minus die Forderung, die dadurch beglichen ist, wird ja wirklich von der Bank abgehoben, weil im Prinzip durch die Operbuchung, wie ihr seht, haben wir für die Bank ja schon bezahlt. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, und zwar wenn wir zum Thema Privatnutzung eines betrieblichen PKWs kommen. Ja, was ist das? Rechtlich gesehen ist es erstmal ein Sachbezug und damit auch Teil des Lohns des Arbeitnehmers. Und wie errechnet sich sowas? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist die sogenannte 1%-Methode. Die Leute, die schon meine anderen Videos gesehen haben, erinnern sich jetzt bestimmt daran, dass die auch schon mal bei einer anderen Sache gab, und das ist korrekt, das ist genau dasselbe. Bis darauf, dass hier Brutto und Netto ein bisschen anders ist, aber hypothetisch gesehen ist es dasselbe Vorgehen. Der sa monatliche Sachbezug bei der 1%-Methode errechnet sich, indem wir den Bruttolistenverkaufspreis des PKWs bei der Erstzulassung nehmen und mal 1% pro Monat, aber wir machen jetzt nur einen Monat, deswegen 1%, und teilen dann durch 1,19, da der Bruttolistenverkaufspreis ein Bruttowert ist,
Und deswegen muss er halt durch die 1,19 geteilt werden, da wir so die Umsatzsteuer hinausrechnen und auf den Nettowert kommen. Nehmen wir ein Beispiel. Sagen wir mal, der Bruttolistenverkaufspreis eines PKWs, der privat genutzt wird von dem Arbeitnehmer, sei 20.000 Euro. Der Sachbezug ist jetzt also 20.000 Euro mal 1% durch 1,19, das heißt 168,07 €. Das wäre der monatliche Sachbezug für diesen PKW. Zweite Methode ist die Fadenbuchmethode. Die ist genauer, aber halt aufwendiger, weswegen sie gerne mal nicht gemacht wird. Der monatliche Sachbezug hier ist halt dementsprechend auch etwas komplizierter. Man nimmt die privat gefahrenen Kilometer, teilt sie durch die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer, multipliziert das mit den tatsächlich entstandenen Aufwendungen und hier wiederum muss man erstaunlicherweise mal 1,1 rechnen, weil hier nach Brutto gefragt ist. Ich weiß auch nicht, was sich ein Gesetzgeber dabei gedacht hat. Da ist wahrscheinlich ein Sinn dahinter, aber ich kenne ihn nicht. Ja, bei der Fahrtbuchmethode, wie ich bereits sagte, muss halt mit 1,19 multipliziert werden, da hier die Umsatzsteuer hinzugerechnet werden muss. Klarer wird das, wenn wir uns das ein Beispiel anschauen. Sagen wir mal, von diesem privat genutzten betrieblichen PKW hat der Arbeitnehmer Privatfahrten von 1000 Kilometern gemacht und gesamt, das heißt betrieblich plus privat in diesem Monat, ist er 10.000 gefahren und das belegt er alles wunderbar mit dem Fahrtenbuch. Sagen wir, die Aufwendung, die er hatte, sind 500 Euro, das war fürs Tanken und der Sachbezug errechnet sich dann halt 1000 Kilometer durch 10.000 Kilometer. Da haben wir sozusagen den prozentualen Anteil, was denn überhaupt privat war. Wäre hier in dem Fall natürlich ein Zehntel, beziehungsweise 10%. Das mal 500 Euro wären wir bei 50 Euro. Das wäre allerdings netto. Und da, wie gesagt, brutto gefragt ist, mal 1,19, ist der Sachbezug dann halt brutto 59,50 €. Und kommen wir zu 1,5, den sogenannten Verpflegungsmehraufwand. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie ihr gleich sehen werdet. Und zwar, bei mehr Verpflegungsmehraufwendungen handelt es sich um pauschale Sätze für die Unterbringung bzw. für die Verpflegung, hier wird das nicht wirklich unterschieden, bei beruflicher Tätigkeit außerhalb der Betriebsstätte, zum Beispiel bei Montagen oder Reisen. Also den gibt es nicht, wenn man jetzt einfach so in seinem Betrieb ist, sondern halt, wenn man irgendwie ausgelagert arbeitet. So, wichtig ist dabei, der beträgt 12 Euro pro Tag, an dem man mindestens 8 Stunden außerhalb der gewöhnlichen Betriebsstätte tätig war, beziehungsweise bei mehrtägigen Aufenthalten für den Tag der An- und Abreise sind es da auch 12 Euro und dann plus 24 Euro für jeden vollen Tag. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Arbeitnehmer hat eine Anreise am Montag 16 Uhr und eine Abreise am Freitag 23 Uhr. Der Verpflegungsmehraufwand errechnet sich aus Anreisetag, kriegt er 12 Euro. Dann ist er 3 volle Tage da, und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Für die kriegt er jeweils 24 Euro. Hält er also 72 Euro dafür. Und für den Tag der Abreise, für den Freitag, bekommt er nochmal 12 Euro. Das heißt, die Summe davon sind 96 Euro. Für diese fünftägige außerwärtige Unterbringung oder was auch immer Geschäftsreise erhält er 96 Euro Verpflegungsmehraufwand. Okay. Dazu, weil das etwas umfangreich ist, müssen wir eine kleine Übung machen, damit sich das auch schön festigt. Die Aufgabe heißt hierbei: Erstelle für folgenden Fall eine Lohnabrechnung nach dem vorgestellten Schema. Erinnert euch, das war Folie 4. Buche anschließend alle Vorgänge, die sich aus dem Fall ergeben. Das waren so die folgenden Folien bis jetzt. Okay, hier seht ihr dann den Fall. Ich möchte ihn jetzt nicht direkt vorlesen. Ihr seht, da sind einige, vielleicht sogar viele Dinge versteckt. Kleiner Hinweis, den ich aber vorlesen möchte, weil es wichtig ist: Ein Sachbezug wird bei Zahlung des Lohns wie folgt gebucht, weil ihr sollt ja auch buchen: Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt an Bank und Erträge aus Sachbezug. Weil das klingt ein bisschen komisch, ist ein Ertrag. Warum? Nun, es ist so, als würden wir unserem Angestellten, wir bleiben bei den Sack Kartoffeln, den ich von uns hatte, den er täglich damit als Sachbezug erhält. Es ist betrieblich so gesehen, als wenn wir ihnen wirklich jeden Tag einen Sack Kartoffeln verkaufen. Ist ein bisschen komisch, aber wenn man mal bedenkt,
wir buchen ja eigenständig das Gehalt als Aufwand und dann den Sachbezug, also den Kartoffelsack oder die Säcke als Ertrag, da rechnet sich das im Prinzip wieder raus, mehr oder weniger. Das ist halt so vorgeschrieben. Okay. Ich mache jetzt eine kurze Pause, damit ihr das euch durchlesen könnt. Ihr werdet eventuell aber zurückspringen müssen, weil, wie ihr seht, habe ich noch eine zweite Folie zur Übung. Und zwar, wenn ihr es euch durchlesen steht, seht ihr da, da steht nächste Folie. Das sind dann die Daten. Am besten ihr pausiert, schreibt euch die wichtigen Dinge auf. Oder aber, Variante 2, ihr lasst jetzt bis zur nächsten Folie laufen, dort pausiere ich einen kleinen Moment und dann springe ich zur Lösung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung, und zwar vom ersten von drei Teilen. Ich habe mir überlegt, ich teile das am besten mal in drei Teile auf, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Und zwar beginnt mit Nebenrechnungen, die wir leider mehr oder weniger machen müssen. Die erste Rechnung, die wir machen müssen, ist, was ist denn eigentlich der Bruttoarbeitslohn? Ja, das ist recht einfach. Wir nehmen den Stundenlohn von 10 Euro mal die Stunden, die gearbeitet wurden, sind was 150 waren. Da kommen wir auf 1500 Euro. Zweite Nebenrechnung, die wir machen, ist der Sachbezug. Ja, wir haben Glück, die 1%-Methode ist gewählt. Das heißt, wir nehmen einfach 1%, weil ein Monat, und nehmen den Bruttolistenverkaufspreis von 20.000 Euro und teilen das Gesamte durch 1,19, weil wir hier einen Nettobetrag brauchen, und landen bei 168,07 Euro. Das ist der Sachbezug für diesen Monat. Zweiter Teil der Lösung ist die Lohnabrechnung. Okay, wie ihr seht, ich habe genau dasselbe Schema genommen. Ich habe nur Zahlen reingesetzt, im Prinzip ein paar Sachen rausgestrichen, die halt nicht da waren. Der Bruttoarbeitslohn, den wir errechnet haben, war 1500 Euro. Der Sachbezug, den wir errechnet haben, 168,07, das kommt dazu. Damit haben wir den gesamten Bruttolohn von 1668,07. Der ist auch der sozialversicherungspflichtige Teil. Ich habe ja nicht geschrieben, dass irgendwas frei von Sozialversicherung oder von Lohnsteuer wäre. Deswegen ist das jetzt bei beiden Fällen die Grundlage, die Bemessungsgrundlage, wie man so schön sagt. Ja, hier gehen erstmal Krankenversicherung ab, das sind 8,3% insgesamt, also 138,45 Euro weg. Pflegeversicherung 1,425%, gehen 23,77 Euro ab. Rentenversicherung 9,35%, gehen 155,96 Euro ab. Und Arbeitslosenversicherung, wo 1,5% abgeht, was 25,02 Euro entspricht. So, damit haben wir erstmal die Sozialversicherung abgehakt. Jetzt kommen die Abzüge vom Lohn, die ans Finanzamt gehen. Das wäre erstmal die Lohnsteuer. 25% hatte ich festgelegt. Ist irrelevant. Eigentlich ein irrer Wert. So hoch wäre das nicht bei so einem Lohn, aber nehmen wir es einfach mal. Sind 417,02 Euro. Und dann noch Soli von 5,5%. Gehen 22,94 Euro weg dafür. Okay. Die ganzen Abzüge weg, kommen wir auf einen Nettolohn von 884,91 Euro. Also jetzt sind wir schon rund unter die Hälfte. Ja, jetzt wird der Sachbezug abgezogen, den wir oben ja dazu hatten, von 168,07. Und der Vorschuss von 500 Euro wird ebenfalls abgezogen. Wir hatten ja schon einen gewährt. Und damit sind wir bei 216,84 Euro, die dann wirklich nur noch ausgezahlt werden. So, jetzt muss die ganze Sache noch gebucht werden. Und das machen wir im dritten Teil der Lösung. Beginnen wir am 1.2. Die Buchung muss hier lauten, Futterung gegenüber Mitarbeiter an Bank, erinnert euch, das war der Vorschuss, und da haben wir 500 Euro gewährt. Am 25.2. Hatten wir die Sache, dass Lohn- und Gehaltsaufwand erfasst wird. Wir hatten also Lohn und Gehalt als Aufwand, das ist der Bruttobetrag, 1668,07. Dann an Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt, 884,91. Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 343,20 und Verbindlichkeiten Lohnsteuer, Kirchensteuer 439,96. Wenn wir das zusammenrechnen, kommen wir wunderbar auch auf unseren Betrag hinten, das passt wunderbar. So, am 27.02. Ist dann die Sache, wo bezahlt wird. Die Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit in Höhe von 343,20 Euro und die Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 439,96 werden bezahlt über Bank, 439,96.
am 10.3. wird dann tatsächlich ja auch der Mitarbeiter bezahlt. Das heißt, die Verbindlichkeit aus dem Lohn und Gehalt, die wir haben, in Höhe von 884,91 € wird beglichen. Erstmal geht hier die Forderung gegenüber Mitarbeiter, sprich also den Vorschuss, den wir gegeben haben, weg in Höhe von 500 €. Dann die Erträge aus Sachbezug in Höhe von 168,07 werden ja wieder abgezogen. Ja, und übrig bleibt das, was wir als Auszahlbetrag haben, was dann auch auf der Bank erscheint, als auf dem Auszug, 216,84 €. Okay, das war die Lösung. War ein bisschen tricky, gebe ich zu, aber die Lohnbuchhaltung ist halt extrem interessant, spannend und vielseitig. Und wir machen damit auch weiter. Und zwar mit dem Arbeitgeberanteil. Also das, was in der Regel normale Angestellte gar nicht sehen, weil es, ja, was heißt nicht, weil es ein bisschen versteckt und nicht ganz so aufgeschlüsselt erscheint auf einer Lohnabrechnung. Ich habe jetzt hier zwar nicht geschrieben bei dem Satz, aber wie gesagt, eigentlich erscheint es aber nicht in der Form halt. Das meine ich eher, ist vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Aber jedenfalls ist es so, dass der Arbeitgeberanteil natürlich, der Arbeitgeber muss auch Sozialversicherungsbeiträge zahlen und noch die Unfallversicherung. Und diese trägt er auch alleine. Zudem tut er noch sogenannte Umlagen zahlen und eventuell Lohnsteuer für Sachbezüge entrichten, beziehungsweise allgemein für pauschalierte Sachen. Die Buchung von sowas sieht aus gesetzlich sozialer Aufwand an Verbindlichkeit im Rahmen der sozialen Absicherung. So, das war's, wenn es entsteht. Und wenn es dann tatsächlich gezahlt wird, löst sich die Verbindlichkeit auf, indem wir diese an Bank buchen, weil ja von der Bank das dann abgezogen wird. So, wie sieht es jetzt aus mit Sachbezügen und dieser schon benannten pauschalen Lohnsteuer? Naja, dafür gibt es eine schöne gesetzliche Grundlage, § 8 Absatz 1 vom Einkommensteuergesetz. Demnach sind Sachbezüge alle Zuwendungen des Arbeitnehmers, die nicht in Geld bestehen und nicht vorwiegend im betrieblichen Interesse, erinnert euch, Arbeitskleidung und Umschulung usw. liegen. Im zweiten Absatz steht, dass der Wert der Sachbezüge dem Endpreis abzüglich üblicher Preisnachlässe entspricht. Ja, was heißt denn das? Ein üblicher Preisnachlass kann sein, wenn er dauernd 5% Rabatt gibt, das wäre ein üblicher Preisnachlass. Da es aber schwer und vor allem der Regel nicht einheitlich ist, wurde eine Vereinfachung gesetzlich getroffen, und zwar, dass ein üblicher Preisnachlass ein Nachlass von ca. 4% entspricht. Gehen wir einen Absatz weiter im § 8, besteht eine sogenannte freie Grenze von 44 € pro Monat. Das heißt, solange dieser Wert unterschritten ist, ist es frei von Lohnsteuer. Wird er einmalig überschritten, oder wird er allgemein überschritten, wie oft ist vollkommen egal, dann ist der volle Betrag lohnsteuerpflichtig. Das ist der große Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag. Bei Freibetrag würde dann Differenz gebildet werden. Sagen wir mal, der Sachbezug wäre 60 €. Jetzt hier bei der Freigrenze würde das bedeuten, die ist überschritten, 60 € sind lohnsteuerpflichtig. Das aber bei einem Freibetrag wäre es so, wenn das 60 € wären, würden 60 € minus 44 gerechnet und da wären nur 16 € lohnsteuerpflichtig. So, nach § 40 des Einkommensteuergesetzes hat der Arbeitgeber das Wahlrecht, ob er den Sachbezug als normalen Teil des Arbeitsentgeltes entrichtet und da halt der Arbeitnehmer ganz normal Lohnsteuer anführt, was den Netto limitiert, oder aber der Arbeitgeber ist nett und ein Großteil der Arbeitgeber macht das auch so. Er kann pauschal einen Lohnsteuer von 25% zuzüglich Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer entrichten und so seinen Arbeitnehmer entlasten. Das befreit den Arbeitnehmer nicht direkt von der Lohnsteuer, aber der Sachbezug wird nicht mehr zu diesem lohnsteuerpflichtigen Lohn gerechnet, weil die Lohnsteuer vom Arbeitgeber total getragen wurde dann. Ja, und kommen wir zum zweiten Teil, was für den Arbeitgeber eine Besonderheit ist und was nur wenige wissen, ist der sogenannte Bereich der Umlagen. Was ist das? Naja, Umlagen sind Zahlungen an folgende Sozialkassen, welche im Gegenzug den Unternehmer in gewissen Fällen absichern. Die werden tatsächlich Umlage 1, 2, 3 benannt, wobei Umlage 3 im Sprachgebrauch auch die Inkasso-Umlage genannt wird. Bei Umlage 1 geht an die Krankenkasse und die muss monatlich gezahlt werden und
Für ein Unternehmen bis 30 Personen ist es Pflicht, diese zu entrichten. Alle Unternehmen, die mehr als 30 Personen haben, dürfen sie freiwillig entrichten. Warum sollten sie also extra noch was zahlen? Hat einen Grund. Sie bekommen eine anteilige Erstattung von Aufwendungen für Arbeitnehmer im Krankheitsfall. Der Anteil variiert von Kasse zu Kasse im Prinzip, ist aber meist ein Großteil, der über 50% liegt. Hat allerdings auch damit zu tun, wie viel man zahlt. Da gibt es verschiedene Modelle. Und damit sollen sich die Kassen jetzt selbst befassen. Das will ich jetzt nicht genau aufschlüsseln, vor allem weil es sehr verschieden ist. Umlage 2 ist ähnlich, geht auch an die Krankenkasse. Unterschied ist, die muss monatlich gezahlt werden. Die ist verpflichtend, da gibt es kein Wahlrecht. Und bei dieser zahlt man die im Prinzip, damit man im Fall, dass ein Angestellter Mutterschaftsgeld erhält, diese Aufwendungen dafür erstattet werden. Sie kriegt da eigentlich eine Lohnfortzahlung. Das wird dann im Prinzip, dieses Mutterschaftsgeld wird dann komplett erstattet. Ja, die dritte Umlage ist auch Pflicht. Die geht allerdings an die AGE und an die Gemeinschaften und wird, wie ich schon gesagt habe, Insolvenzumlage genannt oder Inkassoumlage. Auch monatliche Zahlung, auch verpflichtend. Und die heißt so, beim Insolvenzfall die AGE die Löhne der Angestellten zahlt und nicht das Unternehmen mehr. Das heißt, das Unternehmen hat dann die Chance, oder dem Unternehmen wird so die Chance gegeben, dass erstens alle anderen Unternehmer, die ihm gegenüber Forderungen haben, dass sozusagen die Gläubiger befriedigt werden können. Und der zweite Vorteil ist, die Angestellten, dass sie wenigstens ein bisschen von ihrem Lohn erhalten. Also ganz wird das nicht immer reichen, aber dass die Angestellten nicht komplett leer ausgehen und ich weiß es nicht, einige Monate gearbeitet haben, ohne Lohn zu bekommen, dass sie wenigstens etwas dafür bekommen. Das ist der Sinn dahinter. Was ich jetzt nicht als Extrafolie habe, was mir aber gerade noch einfällt, was ganz interessant und sehr ist und sehr vergessen wird, ist das, was ich so gerne nenne, die Künstlergilde. Und zwar, das ist auch vom Arbeitgeber zu tragen, und zwar, wenn der einen Künstler beschäftigt, jetzt nicht als Festangestellten, der ganz normal Lohn kriegt, sondern einfach nur ein Künstler, zum Beispiel er holt sich einen Mediendesigner für die Website oder er ist Veranstalter und holt sich ab und an mal eine Band oder ein Musiker, ein Zeichner, alles was so in die Künstler läuft, gibt es was ähnliches wie eine Künstlergilde, ist eigentlich ganz interessant. Und ohne dass die Künstler das selbst erwähnen müssen, muss der Arbeitgeber an diese Sozialabgaben errichten, wie die sozialen Umlagen an Krankenkassen und so weiter, weil die Künstler darüber versichert sind. Die sind nicht so direkt wie bei Krankenkasse und so weiter, sondern darüber versichert. Sie sind zwar gesetzlich auch krankenversichert, weil in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht besteht, aber sie haben noch extra eine soziale Absicherung über diese Künstlerkasse. Okay, will da nicht weiter ausschweifen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, Sonderregeln, weil heutzutage viele Leute auch im Bereich dieser Sonderregeln arbeiten. Diese Sonderregeln gelten für kurzfristige Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung und die sogenannte Gleitzone. Und da gibt es halt Sonderregeln bezüglich der Sozial- und Steuerbeiträge. Buchungstechnisch werden Löhne für obengenannte Sonderformen der Beschäftigung genauso erfasst wie bei einer Vollzeittätigkeit. Allerdings heißt das Konto nicht mehr Lohn und Gehalt, also das Aufwandskonto, sondern das Aufwandskonto wird jetzt Aushilfslöhne genannt und hat auch eine eigene Kontennummer. Einfach nur, damit man das auch relativ schnell sehen kann und besser überprüfen. Ja, die Buchung wäre ja bei normaler Vollzeitstelle Lohn und Gehalt an unsere drei bekannten Verbindlichkeiten. Hier wird das Lohn und Gehalt einfach durch Aushilfslöhne ersetzt an diese drei Verbindlichkeiten. Und auch bei der Zahlung wird es umgekehrt, die drei Verbindlichkeiten an die Bank. Ist also extrem ähnlich, was ja auch Sinn macht, weil es sind ja trotzdem Beschäftigungsformen. Kommen wir zur ersten davon, die sogenannte kurzfristige Beschäftigung. Und viele werden jetzt feststellen, dass es zwischen kurzfristiger und geringfügiger Beschäftigung rechtlich gesehen Unterschiede gibt, was meines Erfahrungsstandes das oftmals gar nicht bekannt. Schon allein deswegen ganz interessant, denke ich. Okay, wie ist das erstmal definiert? Tja, das ist gar nicht so einfach. Es gibt eigentlich zwei wichtige Definition, auch wenn sie es selbst nicht so bezeichnen, aber es muss unterschieden werden zumindest, was eine kurzfristige Beschäftigung im sozialrechtlichen und im steuerrechtlichen Sinne ist. Ja, jemand, der kurzfristig beschäftigt ist im sozialrechtlichen Sinne, muss nicht gleichzeitig
steuerrechtlich kurzfristig beschäftigt sein oder umgekehrt. Warum? Naja, das liegt halt an diesen verschiedenen Definitionssachen. Sozialrechtlich gesehen ist kurzfristig beschäftigt, wer eine Tätigkeit ausübt, welche befristet auf 2 Monate oder 50 Tage ist, und diese Tätigkeit muss eine untergeordnete Bedeutung haben, das heißt keine Führungsposition oder ähnliches. Die Folge davon, wer sozialrechtlich kurzfristig beschäftigt ist, ist nicht sozialversicherungspflichtig, das heißt er zahlt keine Sozialabgaben, kriegt halt da keine Abzüge. Steuerrechtlich werdet ihr sehen, das ist viel komplizierter. Erstmal, es muss eine gelegentliche Tätigkeit sein und es dürfen maximal 18 zusammenhängende Arbeitstage sein und es sind alles Und-Sachen. Es muss alles erfüllt sein. Höchstens 12 Euro pro Stunde Bruttolohn und maximal 68 Euro pro Tag verdienen. Dann, wenn das alles erfüllt ist, dann ist es steuerrechtlich gesehen auch kurzfristige Beschäftigung und es, das ist wieder so ein Wahlrecht, diesen Fall kann der Arbeitgeber wieder diese pauschale 25% Lohnsteuer plus Soli, eventuell Kirchsteuer entrichten, was oftmals auch gemacht wird. Okay, was ist dann eine geringfügige Beschäftigung? Naja, jede Beschäftigung, welche keine kurzfristige Beschäftigung ist, gut, eine Negativdefinition, und deren Bruttogehalt maximal 450 Euro pro Monat beträgt. Also ist so ein Mittelding, ne? In dem Fall muss der Arbeitgeber einen sogenannten Minijob bei der Minijobzentrale melden. Bezüglich der Abgaben wird hier unterschieden, ob der Arbeitgeber ein Gewerbetreibender ist oder eine private Person, bzw. ein privater Haushalt. Und das beeinflusst dann Soli, Kirchsteuer, Pflegestätte und Arbeitslosenversicherung. Die fallen nicht an, aber alle anderen haben dann verschiedene Sätze. Und zwar, wie ihr seht, bei den Gewerblichen ist derzeit 13% Krankenversicherung, 15% Rente, 2% Lohnsteuer und Umlage 1 1%, Umlage 2 0,3% und Umlage 3 0,15%. Ist man bei einer privaten Person angestellt, zum Beispiel eine Privatperson nimmt sich eine Putzfrau, sag ich jetzt mal, Raumpflegerin kann man es auch nennen, klingt netter. Ja, dann muss die Person, die diese Raumpflegerin beschäftigt, das auch melden an dieser Minijobzentrale und 5% Krankenversicherung, 5% Rentenversicherung, 2% Lohnsteuer und Umlage 1 und 2 jeweils 1,45% entrichten. Umlage 3 hingegen fällt weg. Gibt zwar sowas wie eine Privatinsolvenz, steuerrechtlich ist das aber nicht so zu sehen, deswegen ist die da auch weggefallen. Wichtig hierbei ist für den Arbeitnehmer, nur wer 18,7% Rentenversicherung bezahlt, bekommt die Zeiten, die er arbeitet, auch für die Rentenversicherung angerechnet. Das bedeutet, der Arbeitnehmer muss selbst die Differenz abführen, sofern er die Zeiten für die Rente angerechnet bekommen will. Sagen wir jetzt mal, wirklich der Raumpfleger in einem privaten Haushalt arbeitet dort und es wird alles korrekt rechtlich gemacht, es werden 5% Rentenversicherung abgeführt. Das geht ja auch weg vom Nettolohn. Allerdings wird die Zeit, die man da arbeitet, nicht für die Rente angerechnet. Nur wenn der Arbeitnehmer selbst insgesamt 18,7% zahlt, also 5, minus der 5%, sind wir bei 13,7%, wenn er selbst noch sagt, okay, ich zahle 13,7% noch an die Rentenkasse, über die Krankenkasse dann, dann werden die Zeiten auch für die Rente angerechnet. Auch das ist ein Fakt, den viele nicht wissen. Und drittens, oder 3-3, drittens in 3, die Gleitzone. Das ist halt ein sehr interessanter Bereich, und zwar, das ist eigentlich jede Beschäftigung, der im Bruttogehalt irgendwo zwischen 451 bis 850 Euro beträgt, unabhängig der Länge und so weiter. Tätigkeiten der Gleitzone unterliegen der ganz normalen Besteuerung, also Lohnsteuer, Soli, Kirchensteuer. Allerdings bei der Sozialversicherung, die entsprechen hypothetisch einer normalen Beschäftigung. Allerdings die Bemessungsgrundlage ist nicht das volle Bruttogehalt, sondern nur anteilig. Errechnet nach einer folgenden Formel. Ein Faktor, was ist ein Faktor, das ist ja vieles, das sag ich euch gleich, der wird nämlich immer, der ändert sich, mal 450 Euro, das heißt also die Untergrenze, plus in Klammern 2 minus den Faktor, mal in Klammern der Lohn minus 450 Euro, das ist dann der Differenzbetrag, was über 450 liegt. Ja, und dieser Faktor wird halt meist jährlich erneuert und beträgt momentan 0,7585. Ich mache mal ein Beispiel, auch wenn ich nicht denke, dass das
jemand praktisch niemals braucht. Sagen wir mal, verdient 700 Euro und ist damit in der Kleidzone. Die Bemessungsgrundlage ist also 0,7585 mal 450 Euro. Ich habe jetzt einfach nur den Faktor eingesetzt in die Opa-Formel und den Lohn. Plus 2 minus diesen Faktor mal in Klammern 700 Euro minus 450 Euro. Lösen wir das auf, haben wir 341,33 Euro. Das ist das 0,75 mal 450. Plus aufgelöste Klammer 1,2415 mal 250 Euro. Die Bemessungsgrundlage wäre in dem Fall also 341,33 Euro plus 310,38 Euro, 651,71 Euro. So, jetzt haben wir viel gerechnet. Was bedeutet das? Ihr erinnert euch an die erste Übung, die ich euch gegeben habe hier. Da habe ich euch dann auch genannt, was die aktuellen Sozialversicherungssätze sind, also von der Krankenkasse, von der Pflegeversicherung. So, die werden ja eigentlich von den gesamten sozialversicherungspflichtigen Bruttolohn berechnet. Hier werden halt nicht die 700 Euro, also das ist die Bemessungsgrundlage gewesen, hier sind nicht die 700 Euro die Bemessungsgrundlage, sondern diese angepasste, die 651,71, die man mit der Formel errechnet hat, und von der gehen jetzt diese Prozentsätze weg. So, wir sind fast am Ende. Ich habe jetzt viel geredet, jetzt müsst ihr ein bisschen was tun, noch eine kleine Übung. Und zwar sollt ihr hier einschätzen, was für eine Art der Tätigkeit vorliegt. Ihr seht hier drei Fälle. Ich möchte, dass ihr die betrachtet und löst. Bei jeder solltet ihr bitte entscheiden, was für eine Art der Beschäftigung vorliegt. Das Nötige ist gegeben. Ich springe nun zur nächsten Folie, wünsche euch viel Erfolg und dann vergleichen wir. Okay, kommen wir zur Lösung. Mal sehen, was ihr raus habt. Der erste Fall war, dass die Doris Dödler 20 Stunden pro Woche arbeitet, wobei sie montags 8 Stunden und dienstags bis mittwochs je 6 Stunden im Betrieb ist. Dafür kriegt sie ein Bruttogehalt von 15 Euro die Stunde. Es ist eine Hilfstätigkeit, die sie vertretungsweise für 2 Wochen ausführt. Ich habe hier mal direkt 2 Spalten für Sozialrechte steuerrechtlich gemacht, weil ihr, wie ihr wisst, es muss manchmal unterschieden werden. Sozialrechtlich sehen, es ist eine untergeordnete Tätigkeit, die ist für 2 Wochen. Ja, das ist eindeutig eine kurzfristige Beschäftigung. Ja, wie sieht es steuerrechtlich aus? Naja, eigentlich muss das Schema von oben nach unten ja abgehen. Also überprüfen wir, ist es eine kurzfristige Beschäftigung? Nein, sie kriegt 15 Euro die Stunde, damit ist sie drüber über die 12 Euro. Okay, gehen wir zum nächsten. Ist es eine geringfügige Beschäftigung? Nein, ist es nicht. Sie arbeitet 20 Stunden pro Woche, das macht sie 2 Wochen lang, sind wir bei 40 Stunden. 15 Euro pro Stunde, ist sie bei 600 Euro, ist sie über 450 Euro. Ist auch raus. Okay, nächste Frage. Ist es Kleidzone? Das heißt, liegt es zwischen 450 und 850 Euro? Ja, tut es. Okay, das ist also eine Kleidzonenbeschäftigung. B. Erik Erbsenzähler hat einen Jahresvertrag. Laut diesem erhält er einen fixen Monatslohn von 400 Euro bei 10 Stunden pro Woche. Lösung. Geringfügige Beschäftigung ist die Lösung. Warum? Naja, der Vertrag ist größer 50 Tage und größer 1 Monat, deswegen ist es keine kurzfristige. Das Gehalt allerdings ist kleiner 451 Euro und damit keine Kleidzone, damit sind wir in der geringfügigen Beschäftigung. Steuerrechtlich ist es ähnlich, auch geringfügig. Warum? Naja, laut Vertrag sind es mehr als 18 zusammenhängende Tage, muss ja sein, und Gehalt von weniger als 451 Euro. C. Felix Flitz übernimmt für eine Woche die stellvertretende Leitung einer Filiale. Dabei muss er 50 Arbeitsstunden leisten und erhält eine Vergütung von 2000 Euro. Okay, sozialrechtlich. Wenn er eine Filiale leitet, ist das eine Führungsposition. Damit sind wir schon aus der kurzfristigen Beschäftigung raus. 2000 Euro ist mehr als 850 Euro Gehalt. Damit sind wir auch locker aus der geringfügigen Beschäftigung und auch aus der Kleidzone raus und landen damit bei einer voll sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Ja, wie ist das steuerrechtlich? Okay, Lohn ist mehr als 12 Euro die Stunde, damit keine kurzfristige Beschäftigung. Kann man sich ausrechnen. Ja, mehr als 58 Euro Gehalt, damit sind wir auch bei der geringfügigen mal wieder raus. Das heißt, es ist eine ganz normale voll sozialversicherungs- und voll lohnsteuerpflichtige Tätigkeit. Damit sind wir ans Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich fand es persönlich sehr interessant, als ich mich damit befasst habe, weil die meisten von uns bekommen sowas und
wissen nicht so ganz genau, wie sie es zusammensetzen, freuen sich, dass am Ende des Monats irgendwie das Bankkonto steigt, aber gar so, wie sich das errechnet, unbekannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, freue mich über gute Bewertungen, über Abos, da gibt es so einen kleinen Pfeil und sowas, ist so, Daumen hoch ist auch so ein schönes Ding. Macht's gut, Leute, oder macht's am besten besser. Wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Tschüss!